So, okay. Ihr seht, ich sitze hier mit meiner Gitarre und kann die nicht spielen. Ich habe die geschenkt gekriegt und ja, zwei Folgen habe ich schon hochgeladen, die habe ich noch mit dem Handy aufgenommen. Jetzt habe ich das Ganze an den PC verlagert und lasse das über den BlueStacks-Player laufen. Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen weiterzumachen. Wir gehen jetzt mal hier auf. Ich muss das alles so steuern wie ein Handy, das ist ein bisschen Bier, aber trotzdem. So, Gitarrenbasiswissen. Ich habe das alles schon gemacht. Ich habe gestern bis 12:30 nachts oder so noch geübt. Aber ich mache das nochmal. Es ist ja, Wiederholung ist ja nicht verkehrt. Und dementsprechend spielen wir jetzt nochmal eine Runde die Übungen durch. Muss ich die nochmal anklicken? Ja, okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier. Ich treffe die Noten von alleine, nur mit meiner Stimme. Ich halte ein bisschen runter. Das Schwierige ist für mich immer noch, die Saiten zu treffen. Ich vergreife mich oft. Also, ich rutsche hier immer wieder in der Höhe. Halt. Oh, es geht schon los, okay. So anspruchsvoll, doch. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Krass ist auch, man sagt, man kriegt einem nicht gesagt, wenn man auch den Anschlag wieder stoppen sollte. Relativ easy noch. Nicht schlimm. Ey. Seiten weg. Fokussieren wir auf deinen Daumen. Wie deine Finger auch, sollten deine Daumen beim Spielen entspannt sein. Stelle sicher, dass er vertikal oder leicht angewinkelt ist, aber nie horizontal, so wie hier. Deine Daumen werden sich beim Spielen genau wie deine Finger bewegen. Also halte ihn entspannt genug, um die flüssige Bewegung zu ermöglichen, die wir möchten. Schon wieder verrutscht hier. Gibt's da rein. Worauf es hinausläuft.
Oh Mann, ey. Wieder selber weitermachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass über das Mikrofon tatsächlich Probleme entstehen, den richtigen Ton auch aufzunehmen für die App. Aber naja, dafür ist das jetzt schöner aufzuzeichnen. Und damit soll ich jetzt auch noch spielen. Okay, so mies, dass er es schon zurückspulen muss, okay. Oh Mann. Rutsch ich so in dem Ding? Noch mies. Mit den Kopfhörern ist auch ein bisschen schwierig. Es kommen Töne raus, auch grob in die Richtung, wie sie sollen, aber klingen nicht so. Klingen mehr so. Naja. Ist aber auch kein schöner Beat. Okay, so, gucken wir mal, aber komm, wir kriegen das noch hin.
Dazu den Seiten 5 und 6. Um einen sauberen und klaren Klang zu bekommen, ohne wesentliches Blockieren zusätzlicher Seiten. Ungefähr so. Lege deinen Daumen auf die nächste Seite darunter, wenn du Seite 6 spielst. Genau so. Denke daran, den Hals der Gitarre leicht nach oben zu neigen. Ungefähr so. Deinen Griff etwas zu lockern, um die Form deiner Hand zu biegen. Dies hilft dir dabei, einen viel schöneren Klang von dickeren Saiten zu bekommen und macht das Spielen angenehmer. Oh, das ist die falsche Seite. Das klang das. Das Krasse ist auch, wenn man Lieder hat, die einem gefallen, will man die auch nicht versauen. Dann konzentriert man sich ein bisschen mehr. Boah, die Schulter tut weh. Okay, das war die Lesson. Zack. Was waren das jetzt? Welche hatten wir denn jetzt? Verwirrung. Einzelne Seiten? Waren das einzelne Seiten jetzt? Mal her. Ja, das waren einzelne Seiten. Okay. Zwei Seiten gleichzeitig. Das kriege ich immer noch nicht. Die nächsten Level fokussieren sich auf das Spielen zweier Seiten gleichzeitig. Um zu spielen, platziere deinen Daumen so, dass du Seite 1 und 2 zusammenschlägst. Genau so. Wenn du möchtest, findest du es vielleicht angenehmer, die Seiten zu drücken, indem du sie zusammenhältst. Genau so. Beide Techniken haben ihre Berechtigung. Finde einfach heraus, welche dir am besten liegt. Und perfektioniere es. Hashima Masho! Los? Wow, okay. Gut, ist ja gut. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, dass er den Zeigefinger dafür mitgenommen hatte. Okay, cool. Das reagiert, das erkennt er auch nicht so gut. Thank you.
Ja, wenn ich die eine mit dem Nagel hier so ein bisschen anreiße und die andere mit dem Daumen dann mitnehme, dann geht das einfacher für mich irgendwie. Zit. Jetzt kommen wir langsam zum James Bond. Wie gesagt, ich habe das ja schon ein bisschen gespielt. Bisschen wie hier Zita. Na komm. Ist wieder nicht richtig. Oh. Dun, dun. Dun, dun. Dun. Langsam aber auch gespielt. Nee, das müssen wir aber noch mal versuchen. Komm. Das Problem ist, immer wenn er die Null hier nicht, die untere Seite nicht zählt, dann ist mein Finger wieder im Weg. Das war's für die Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.